Herzlich willkommen zurück zu den Abenteuern vom Prinidu, dem Lalafell, der hier vor der Marodeurskilde steht und jetzt endlich hineingelassen wird. Hurra, let's go! Ja, der überschwängliche Enthusiasmus, wenn wir hier... Guck mal, die heißt Gnade, das geht doch. Gnade ist okay. Oh, der sieht ja putzig aus. Holy fuck. Blau... Sorry, Leute. Blau-Tota. Die Namen sind nicht so eingängig, wie man meinen mag, ja. Ich stelle mich hier bei der Marodeursgilde vor. Ja, ich möchte euch beitreten und Dinge für euch töten. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Oh mein Gott, hat er viel zu sagen. Nice. Und jetzt kann ich hier auch wahrscheinlich Sachen annehmen, oder? Ich möchte gerne Dinge töten gehen. Blautuna möchte nun sehen, wie stark dein Verlangen ist, der Gilde beizutreten. Mein Verlangen ist so hoch, Mann. Ich bin sowas von bereit. My body is ready. Und dafür müssen wir jetzt mit Wirnzön. Es sind Schweden. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass Wirnzön nicht ein schwedischer Name ist. Also Wirnzön, sag mir, was geht. Oder? Ich meine, Wirnzön ist besser als Wirnzwain. Wirnzön, bist du bereit für das Gemetzel? Ja, keine Ahnung. Warum Gemetzel? Ich will eigentlich nur ein paar Mobs hauen, aber gut. Dann werden wir vielleicht mal jetzt in die Action geworfen. Okay, ich muss Dockratten mit der Axt erlegen, Schafe mit der Axt erlegen und Marienkäfer mit der Axt erlegen. Ich würde sagen, wir sind bereit für das Gemetzel. Ich weiß nicht, ob das so eine Form von Final Fantasy 14 Rassismus ist, dass der kleine Typ, dem, also der allen nur bis zum Knie geht, dass es für den als Gemetzel angesehen wird, wenn er sich hier gegen Schafe, Ratten und Marienkäfer behaupten muss. Egal, ich nehme nochmal die Quest von Gnade an, einfach nur, weil ich denke, dass es jetzt relevante Quests sind für mich als Marodeur. Jedenfalls hoffe ich das. Hier geht es übrigens nach unten. Gilde der Marodeure ist. Hier sind diverse Händler, untere Docks, da ist vermisste Person. Wo kann ich denn meine anderen wunderbaren Dinge machen? Ich gehe einfach mal hier nur runter. Wir erkunden jetzt gemeinsam die Welt. Ihr seid live dabei, wenn Brinny seinen ersten Schritt hinabtut in dieser Treppe. Und was willst du mir? Du stehst mir im Weg. Lass mich raten, ich komme hier nicht durch. Okay. Das ist Brönbar. Ich gebe es auf, Brönbar. Guck, der heißt Doka. Das ist leicht, das ist simpel. Aber Brönbar? Aber Brönbar geht ja auch noch. Man muss sagen, wir geben jetzt sagen, Brönbar ist okay. Und by the way, das hier rechts sind übrigens unsere Inventare. Wir sehen, die grünen Dots sagen, dass wir was ausgerüstet haben. Grandios. Das hier sagt, wir haben hier Items drin. In dem Fall zum Beispiel Heiltränke, die wir uns jetzt mal wunderbarst da reinlegen werden. So, wir werden uns mal zum Ätheritenplatz bringen. Ich denke mal, dass wir von da aus dann die Stadt verlassen können und irgendwo dann diese Dockratten kloppen. Also eine Sache, die ich schon mal sagen kann, die wesentlich besser ist als zu Beginn. Ich habe den Chat links offen und ich kann ihn offen haben. Ich musste den Chat anfangs zumachen, weil es war so voller Gold-Spammer und man konnte nicht auch nur ansatzweise im Chat drin bleiben, ohne die Krise zu kriegen. Und mal schauen, ob man jetzt Folgendes tun kann. Man kann jetzt Leute per Rechtsklick auf die schwarze Liste setzen. Es war vorher nicht möglich, Leute mit einem einfachen Rechtsklick zu blacklisten. Das heißt, man musste immer über mehrere Umwege Leute auf die schwarze Liste setzen, wenn sie einem zugespammt haben, was ein bisschen nervig war. So, wir finden erstmal raus, wo wir für den Weg des Marodeurs hin müssen, weil ich bin ein bisschen verloren, ehrlich gesagt. Ziel, das ist klar. Zusammenfassung. Mit Gildenmeister würden zum Sprechen dessen zustimmen, bla 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 bla. Die Worte des Gilmers sind minder bedrohlich als eine andere. Begib dich in die Außenbezirke von Limsa Lominsa. Außenbezirke. Welche von denen könnten das sein? Ich meine, wir können mal kurz eine Ebene rauszoomen, sozusagen. Hier ist nirgendwo was markiert von wegen Töten. Das ist ja fast wie früher bei WoW. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Aber gut, geben wir erstmal das andere Zeug hier, was wir haben. Können wir mittlerweile sprinten? Dürfen wir das? Jawohl, ja, wir sprinten. Meine Damen und Herren, wir sind am Sprinten. Und übrigens, dieses Schwein ist großartig. Ich lasse mich
leicht ablenken. Dieses Schwein ist großartig. Wir haben hier das Mädel, mit dem müssen wir reden. Wir reden mit ihr, wir geben ihr das hier, da, übergeben. Übergeben ist ein großartiges Wort. So. Okay, sie hat jetzt eine Folgequest für uns. Was sagt sie? Sie gibt uns die Aufgabe. Wir sind gespannt. Straßenlampenöl einfüllen. Aufregend. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt kurz nochmal nach oben. Aufzugwächter, befördern Sie mich nach oben. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu der Gasthausangestellten, denn wir wollen ja diese eine Quest abschließen, die wir da haben. Oh, bonjour, wird da im Chat geschrieben. Es ist ein allgemeiner europäischer Server. Es gibt keine alleinzig deutschen Server. Es gibt nur einen, es gibt nur europäische Server. Also werdet ihr auf alle Sprachen des europäischen Kontinents treffen. Seid darauf gefasst. Ja. Ich möchte nicht mit dir labern. Ich möchte einfach nur, dass du mir mein Zeug gibst. Oh, ist ein bisschen aufgestiegen, oder? Und? Ganz ehrlich, dass die Victory-Fanfare spielt, wenn man Level abkriegt, ist eine der besten Dinge an diesem Spiel. Das klingt jetzt ein bisschen degradierend für das Spiel, so war es nicht gemeint. Und ihr konntet gar nicht sehen, dass ich triumphierend meine Arme nach oben gerissen habe, als die Musik gespielt hat. So ein Pech. So, das Quest ist hier gelockt. Das heißt, wir können das nicht machen, denn uns fehlt dafür die Stufe 4. Heißt aber, wir können jetzt mal gucken, dass wir hier mal die Action zum Rollen kriegen. Frage ist nur, wie? Wir müssen nach draußen. Das war auch das, was mich am Anfang so ein bisschen so... aber man muss da einfach mal den klassischen MMO-Sinn haben, einfach mal in die Welt hinauszugehen. Obere Decks. Nein, da wollen wir nicht hin. Wir gehen einfach mal hinaus in die Wildnis. Wir werden sehen, was uns da erwartet. Irgendwo muss es ja rausgehen. Wir sprechen auch nochmal mit... mit... Stodgeby? Wir sprechen noch kurz mit Stodgeby. Und die erzählt uns Dinge. Und sagt uns, dass wir mit Clindrael sprechen sollen. Clindrael muss sich ja auch ein bisschen blöd vorkommen. Mit einem Menschen, mit einer der wenigen Personen, die einen Namen haben, der irgendwie funktioniert. Man kommt einfach zu Fuß und auf die Decks runter. Warum sollte ich diesen Aufzug nehmen, wo ich den Typ ansprechen muss? Die Ladezeit ist eh die gleiche, merke ich gerade. Wäre auch geil, wenn sie die Aufzüge hätten kürzere Ladezeit als die Treppen, wenn man die Treppen zu Fuß nehmen muss. Das muss ich mir aufschreiben, wenn ich immer mal The Great Brinny und Adventure mache. Und das ist natürlich groß. Man kommt die Treppen runter und sieht sofort das Gemächt von Archibald Reit im Gesicht. Dinge, die einem im echten Leben hoffentlich nicht so häufig passieren. Aber wir mussten hier irgendwo noch Lampen auffüllen oder so ein Schmuh, ne? Hier, von wegen, es werde Licht. Ah, hier. Da, das können wir noch tun, ne? Wenn wir gerade hier in der Gegend sind. Kommt er so hoch? Muss ich das benutzen? Ja. Oder kann ich einfach hier auch das anklicken, wie bei... Ja, genau. Ich kann einfach das Ding anklicken. Wunderbar, ist cool. Flackernde Straßenlaterne. Momentan flackert die nicht, weil es halt Tag ist. Ich wähle das Ziel an. Ich klicke das Ding an. Kann ich auch das Lampenöl in meine Leiste ziehen? Quest-Items. Auf die 3 bitte. Oh, ich habe eine neue Fähigkeit bekommen. Vorahnung. Verteidigung ist um 20% erhöht. Nice. Das ist doch cool. Wenn ich das dann aktiviere, dann kann ich hier einwandfrei deffen. So, nicht, dass ich jetzt hier voll in die Pampa laufe. Nee, es läuft noch. Ich gehe außen rum, dann habe ich hier welche. Perfekt, läuft. Wir sehen ein bisschen was von der Stadt. Ich denke mal, das ist das Ziel. Man läuft hier so ein bisschen herum, macht die Fackeln an, also die Fackeln, die Laternen. Kann ein bisschen was von der Stadt sehen. Ich meine, das Design ist schon super, muss ich ganz ehrlich sagen. Also optisch und musikalisch hat mir das Spiel sehr gefallen. Es hat sich halt dann leider für mich vom Spielerischen her noch nicht so stark abgehoben von dem, was ich bisher gespielt habe, allem, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte weiterspielen, aber andererseits war es auch ein großer Zeitfaktor. Ich glaube, es hat sich mehr auch so ein bisschen verlaufen.
Also Niapi und ich haben zusammengespielt, wir hatten eigentlich auch sehr viel Spaß dran. Aber irgendwann war es halt dann so, dass man es aus dem Auge verloren hat und dann war der kostenlose Monat abgelaufen und dann hat man es halt nicht mehr weitergemacht. Aber ich denke mal, so ist halt der Werdegang von vielen MMOs gerade am Start. Es ist ja auch gut, ich meine, MMOs sind ja keine Spiele, die irgendwie jetzt verfallen. Es kommt meistens nur mehr Content hinzu, solange das Spiel ist kein Spiel ist, auf dem absteigenden Ast ist. Und dieses Spiel lebt so stark auch von den Fans von Final Fantasy, dass es hier eigentlich nicht diese Gefahr gibt. Wo zum Teufel ist diese eine Fackel, die mir da fehlt? Laut Map ist sie hier. Ah, da oben, ich bin ein Vollhorst, aber wir sind einfach nicht die Größten, muss man das fairerweise zusagen. So, wir haben das auch erledigt. Nice. Und hinweg. Und wir sprinten. Übrigens, Sprinten verbraucht alle TP, also die ganzen Ausdauerpunkte hier. Das heißt, wir können nicht sprinten und dann zum Beispiel unseren gewaltigen Hieb direkt unbedingt einsetzen. Aber ihr merkt ja schon, kostet nur 70. Das würde schon funktionieren. So, das können wir abgeben, war nicht so weit weg, oder? Ich meine... Zentrales... Ah, hier. Da müssen wir ins Zentrale... Wie heißt das Ding? Lanoskea. Lanoskea. Da werden wir Dinge finden, die wir klopfen können. Also werden wir fortgehen und Dinge klopfen. Und zwar genau jetzt. Wo geht's hier raus? Da raus? Geht's hier raus? Anyone? Weiß jemand, wo ich hin muss? Kann mir jemand sagen? Kann jemand dem kleinen Prinni helfen? Der möchte gerne im Marodeursparadies abgeholt werden. Fährst du mich da hoch? Nein. Verdammt. Ich denke einfach mal, warum ist die Musik wie Herr der Ringe gerade gewesen? Benachbartes Areal. Ich traue der Kiste jetzt nicht, ne? Wie komme ich zum zentralen Lanuskea? C4-Tor. Doch, passt schon. Hindurch, oder? Ja, zentrales Lanuskea. Wunderbarst. Endlich geht's los, wir können Dinge zerstören. Das, worauf wir hingearbeitet haben als Marodeur. Und sofort kommt heroische Musik, so muss es aussehen. Da ist eine Dockratte, sie sind auch mit dem Q markiert, das heißt, sie sind voll Questmonster. Mit dem Rechtsklick kann man den Angriff beginnen oder die Kampfposition einnehmen. Und wenn ich jetzt in der Reichweite gehe, dann greife ich automatisch an. Na los. Und ich kann natürlich jederzeit über meine Aktionsbuttons hier Fähigkeiten auslösen, wie den gewaltigen Hieb und der Ratte richtig derb aufs Gesicht geben. Und Battle Theme ist übrigens ganz großartig im Spiel. Gefällt mir sehr gut. Wow, das Ding ist riesig. Und das ist ein Fate-Bereich. Das erkläre ich euch bei Gelegenheit, deshalb komme ich jetzt noch nicht dazu. Ich klopfe dabei lieber mal noch so ein paar von diesen Dockratten. Und ich finde es übrigens sehr gut mit den Aggro-Pfeilen, die passieren. Also wenn ein Gegner auf mich aufmerksam wird, bekomme ich diesen Bogen, habt ihr gesehen hier, dass ich weiß, wer mich angreift. Ich habe so auch in größeren Kämpfen immer sofort eine sehr gute Übersicht, wer welches Ziel angreift, wer wen heilt. Und das finde ich sehr gut. Das gefällt mir ganz. Das hat gutes visuelles Feedback in meinen Augen. Ich möchte mal kurz sehen, wie mein Vorahnung aussieht. Das werde ich dann bei dem Marienkäfer testen, wenn ich den klopfe. Ah, da bekomme ich so ein kleines Schutzschild. Habe jetzt für wie lang? 20 Sekunden? Erhöhte Defense. Ah, hier oben sehe ich es auch. Als Buff, ganz klein, Vorahnung. Übrigens, ihr müsst Gegner nicht looten. Es wird euch direkt ins Inventar gelegt, wenn die etwas droppen, wie zum Beispiel hier die weiche Tierhaut. Es wird alles automatisch für euch übernommen. Ich habe die übrigens, warum ich die angegriffen habe, weiß ich nicht. Ich muss sie ja nicht mehr töten. Mir fehlen noch zwei Marienkäfer und zwei Schafe. Oh, wir haben auch sofort relativ guten Scrolling Combat Text. Wird auch gleich parierter Schaden angezeigt. Oh, nice. Hier mit dem kleinen, mit der Weißmagier-Robe. Das sieht doch ganz cool aus. Oh mein Gott, das ist ein kleiner Weißmagier. Holy, was? Ah, das ist ein Begleiter. Das ist wie niedlich. Das ist mal ein schönes Pet. Super, super toll. Also, seht schon, für Final Fantasy Fans ist da alles drin. Die Schafe sind anscheinend hinter uns irgendwo. Da ist die Serie. Sind das Schafe? Sind das Schafe? Sie sind so flauschig. Schaut sie euch an. Ich möchte das Schaf. Holy shit, sind die fluffy. Oh nein. Und was für Geräusche sie machen beim Laufen.
großartig. Die möchten. Oh nein, sie quieken, wenn man sie angreift. Auch das noch. Ah, mir fehlt nur Marienkäfer, was ich gerade habe. Den haben wir auch hier. Hier dabei. Dann geben wir den direkt an, den Marienkäfer. Nimm das. Ich spamme die 1 derweil, um ihm einen gewaltigen Hieb nach dem anderen ins Gesicht zu klatschen. Ich möchte sie da unten rechts klicken, um sie zu looten. Man muss es gar nicht. Yes, yes, yes. Alles klar. Oh, wir sind aufgestiegen. Und müssen noch einen Schaf bauen, okay? Haben wir eine neue Fähigkeit bekommen? Scheint nicht der Fall zu sein. Sonst hätten wir sie direkt hier reinbekommen. Oh, aber wir haben Lammfilet erhalten, steht hier. Yummy. Was ist eigentlich das hier? Level 12 Flechten-Gubue. Gubü? So, das war das. Haben wir es erlegt. Das heißt, wir sprinten mal fröhlich zurück zur Gilde der Marodeure. Und ihr müsst euch das nicht angucken, wie ich das zurückhampel. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach dann direkt in der Gilde der Marodeure wieder beim nächsten Teil. Bis dahin. Bye, bye.